Ja, moin moin. Ich habe für mich den Leseschatz des Jahres gefunden und entdeckt. Lose Blätter von Ragnar Helgi Olofsson. Warum ist es der Leseschatz des Jahres für mich? Erstmal, das Buch ist sehr schön gestaltet. Und es ist ein Buch, in dem wir diverse Zugänge finden. Es ist voller Lyrik, voller Anekdoten. Es sind Liebesgedichte dabei, es sind Trauergedichte dabei, es sind Verse dabei, die kurzweilig sind, die man liest und beim nächsten Lesen erst wirklich vielleicht begreifen, erfassen kann. Es ist auch noch so, wie ich eben schon hier gezeigt hatte, eine Banderole um jedes Buch gelegt. Auf dieser Banderole ist ein Vorschlag. Denn jedes Buch hat ein individuelles Lesezeichen, nummeriert, und dort ist ein Lesevorschlag, in welcher Reihenfolge die Gedichte zu lesen sind. Somit hat jeder Leserin und jeder Leser mit dem Erwerb des Buches ein ganz persönlich individuelles Exemplar und eine ganz persönliche Lesereise, die tatsächlich keine Pauschalreise ist, sondern man selber einen Vorschlag bekommt, wie man sich dem Buch nähern kann. Und es bleibt, das sei versprochen, nicht bei dieser Einreise. Denn danach wird man immer wieder zu seinen Lieblingsplätzen zurückreisen wollen oder neue zufällig oder bewusst finden können. Es sind von Olofsson Gedichte, es ist Lyrik, es sind aber auch teilweise Betrachtungen, es sind Morgendämmerungszustände, es sind humorvolle Zeilen, aber auch Trauriges und Kluges findet sich in den Texten wieder. Übersetzt wieder von Wolfgang Schiffer und Jon Thor Gíslason, die in dieser zweisprachigen Ausgabe zeigen, was sie können, weil wirklich die Übersetzungen sind so, dass sie einen Sprachraum und Sprachklang wieder zulassen, dass man gerne in diesen Zeilen verweilt und immer wieder, wie ich schon eben sagte, zurückkehrt. Und durch die Individualität und durch die Vielfältigkeit, die dieses Buch jetzt bietet, ist es für mich einfach ein Leseschatz, weil das Buch nicht nur einmal gelesen wird, nicht nur ein kurzweiliger Begleiter ist und einfach eine Geschichte erzählt, das mit schöner Sprache, sondern mit schöner Sprache uns ganz viel schenkt. Ein Beispiel mal. Kein Ende der Landflucht. Dicht unter dem Schleier der Welt liegt eine andere Wirklichkeit. Sie unterscheidet sich nicht sehr von der oberen, doch ist sie merklich zartgliedriger, aus dünneren Faden gewoben, klarer in der Struktur und voller Details, obwohl es dort von allem weniger gibt. Ich habe diese Welt besucht, sowohl im Schlaf als auch wach. Nun überlege ich, dorthin umzuziehen. Ich wäre schon längst weg, wäre da nicht, du weißt schon. So reisen wir mit diesen Zeilen. Und das sind Gedichte, die wirklich uns berühren können, uns durchstoßen und uns immer wieder zeigen, wie vielfältig alles ist. Also, dieses Buch ist eine Überraschung, bietet viele Überraschungen und ist für mich der Leseschatz des Jahres. Nachzulesen nochmal von mir auf leseschatz.com. Also, ich wünsche allen, die Spaß haben an schöner Sprache, an klugen Ideen und humorvollen Texten, in die losen Blätter, die natürlich keine losen Blätter sind. Denn diese Einfachheit, die da drin versteckt liegt, vielleicht waren es mal lose Blätter, aber jetzt sind sie natürlich zusammengebunden und zeigen auch hier wiederum, dass die Reise nicht einfach so einfach sein soll, weil es beginnt mit Kapitel 3 und endet mit Kapitel 2. So sind die losen Blätter immer noch lose, aber das Lose entsteht bei uns. Ich wünsche viel, viel Spaß.